Und schon geht's weiter mit einem wunderschönen neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich begrüße euch zu Cassette Beasts, was ja auf Discord sich sehnlichst gewünscht wurde. Von daher habe ich mir gedacht, komm, schauen wir uns das Spiel doch einfach mal gemeinsam an. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel zu dem Spiel erzählen, außer dass es so ein bisschen ist wie Pokémon. Dass es sehr, sehr, sehr viele Fusionen gibt, also so wie bei Digimon, weißt du, nimmst das eine Monster, nimmst das andere Monster und dann verschmelzen die und dann sind sie eins. Davon gibt es wohl sehr, sehr viele. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Statuseffekte, super viele Elemente, so wie Plastik zum Beispiel. Also da wird es bestimmt einige interessante Kämpfe geben. Und Monster fängt man nicht, nein, man nimmt sie mit einer Kassette auf. Und dann hat man nicht das Monster, nein, man wird selber zum Monster. Ja, ist das nicht verrückt? Und von daher schauen wir da einfach mal gemeinsam rein. Und ja, ich bin gespannt, ob das was für uns ist. Einstellungen haben wir auch sehr, sehr viele. Ich kann ja gerade mal eben mit euch reinschnuppern. Hier gibt es zum Beispiel Vollbild, Auflösung, Bitrate, Grafik, Voreinstellungen und so weiter und so fort. Schärfentiefe, Leuchten, bla bla bla. Also es ist wirklich sehr, sehr viel einzustellen. Hier Gesamtmusik, Musik, Soundeffekte und bla und blub, automatisch speichern. Es gibt sogar einen Speedrun-Timer, ein HUD-Quest-Verfolgung. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was das bedeutet. Ich schätze mal, wenn du eine Quest hast, wird dir die irgendwo angezeigt. Das können wir mal aktivieren und mal schauen, ob das stört oder ob wir das überhaupt sehen, weil mein Facecam-Bild ist da ja wahrscheinlich vor. Ich sollte mir echt mal einen Greenscreen besorgen. So, und hier kann man sogar einstellen, wie die KI-Intelligenz, Skynet, das ist gut, ja, wie die KI so agiert und wie die Stufenskalierung so ist, ob die NPCs bzw. auch die Bosse dann hochskaliert werden oder halt teilweise hochskaliert werden oder so von der Stufe bleiben, wie sie sind. Naja, wie auch immer. Es gibt sehr viel einzustellen. Sprachen gibt es hier auch sehr viele. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch und wahrscheinlich Koreanisch. Ich weiß es nicht genau, ich kann das nicht lesen. So, wir drücken mal auf Spielen, nehmen eine leere Datei. Nun reitet dieser Ritter durch das Reich in die Wildnis von Viral, wo es nur wenige gibt, die Gott oder andere mit gutem Herzen liebten. So, und da geht's schon voll spacig los und wir dürfen uns nun einen Charakter erstellen. Ja, er, ihm, sie, ihr, they, them. Ich nehme mal er, ihm, weil wir sind ja ein er. Und dann schaue ich mal, gibt's denn hier sowas wie zufällig? Tatsächlich. Dann gehen wir mal hier drauf und schauen mal, ob uns ein Charakter gut gefällt. Na, ich glaube, wir stellen uns lieber selber ein, oder? Wir machen das mal selber. So, was haben wir denn hier? Lieblingsfarbe? Da nehme ich jetzt einfach mal schwarz, wenn es das gibt. Gibt es hier schwarz? Es gibt kein schwarz? Warum das denn? Na, dann nehmen wir jetzt, blau, blau. Ich weiß nicht mal, da ist keine Lieblingsfarbe von mir bei. Ich nehme jetzt das helle hier. Hautfarbe. So, das sollte eigentlich passen, wenn wir so ganz hell sind, weil wir sind ja ein Nerd. Und jetzt gerade scheint die Sonne draußen. Ich sitze hier unten im kalten Keller, im Dunkeln. Von daher passt das schon ganz gut. So, jetzt schauen wir uns mal die Frisuren an. Da gibt es auch wieder einige Farbe, Accessoire. Müssen wir gleich mal gucken, welches da gut zu passt. Wir machen mal so einen ganz verrückten Charakter hier. Der Hut ist auch cool, allerdings passen die Haare da nicht so zu. Dreads sind auch witzig. Links sieht man übrigens, wie der Charakter dann im Spiel aussieht. Also ich tendiere ja langsam dazu, ein Weibchen zu nehmen. Die haben immer coolere Haare, finde ich, ne? Als die Jungs. Das sieht schon ganz cool aus, die kurzen Dreads. Hier gibt es auch einfach nur eine Helmfrisur oder so einen alten Knacker könnten wir auch machen. So den ultimativ weisen Charakter. Ach, weg damit. Blöden kleinen Fliegen hier. Schauen wir doch mal, was ist das denn hier? Zurückgebunden. Es könnte auch als
Nein, das ist keine männliche Frisur, auf keinen Fall. Bürstenschnitt gibt's hier. Wir wollen uns ja auch wohlfühlen damit, ne? Also der Bürstenschnitt ist ganz cool. Und die Dreads, und das finde ich auch cool, den Fukuhila. So, jetzt bin ich ja gerade... Wir nehmen jetzt einfach mal, obwohl das auch ganz cool ist, schräg. Schräg ist eigentlich voll geil. Komm, wir nehmen schräg. Schräg ist cool. So, Haarfarbe. Was nehmen wir denn als Haarfarbe? Wollen wir rot nehmen? Das sieht ganz cool aus. Und das Accessoire muss da ja auch irgendwie zu passen, ne? Ist da orange? Grün? Ich schaue mir den Charakter ganz genau an. Ich will mich, wie gesagt, wohlfühlen damit. Ja, einmal angefangen. Obwohl, wir nehmen mal blau. Das passt gut. Rot und blau ist eine gute Kombi. So. Was haben wir denn hier? Gesichtsschirm, Gesichtsmaske. Das brauchen wir zum Glück nicht mehr. Deswegen werde ich sowas auch nicht nehmen. Lidschatten? Nee, Brille? Brille ist vielleicht auch ganz witzig. Ja, könnte lustig sein. Farbe, Gesichtsaccessoire. Ach, da können wir dann auch einstellen. Wie cool ist das denn? Eine grüne Brille? Nein, wir nehmen mal... Was ist denn mit dem Bart? Der Bart sieht auch ganz lustig aus. Ich glaube, wir nehmen einfach gar nichts davon. So. Nimm. Ja, die Augenfarbe kann man jetzt auch nicht so genau sehen, aber ich nehme jetzt einfach mal grün, weil ich habe auch grüne Augen. Oder gibt es auch schwarz? Schwarz gibt es hier wahrscheinlich auch wieder nicht, ne? Nein, das war ja klar. Warum gibt es hier denn kein Schwarz? Oh, nervt das. Aber okay, ich bin zufrieden. Wir heißen natürlich nicht Cass, wir heißen Bardora oder Bardo, whatever, ist ja auch egal. Wir speichern das. Und fliegen jetzt somit in die Welt der Kassett-Beasts. Von wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Welt heißt. Keine Ahnung. Oh, das sieht aber schön aus. LOL, wie geil ist das denn? Ich kann sogar springen. Und ich kann spurten. So wie in Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Haut euch da rein. Wie geil ist das denn? Okay, das ist ja voll geil. So, jetzt probiere ich mal alle Knöpfe aus. Springen, spurten. Oh. Okay, hiermit kann ich auch lenken. Ich kann sogar die Kamera so ein bisschen drehen, wie ihr sehen könnt. Start ist nix, Select ist nix. Okay. Ja, ich denke mal, das wird so eine Art Tutorial sein hier, ne? So, wir laufen mal den Strand entlang. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Nö, sieht nicht so aus. Kann ich denn auch hier drauf springen? Ach, guck mal, das geht ja auch. Wie geil. So, dann haben wir schon die erste Kiste. Dann öffnen wir die mal. Wir haben Holz bekommen. Eine Grundressource. Grundressource, für die du Gegenstände und Dienstleistungen erhältst. Aha. Das ist ja interessant. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus, das Spiel. Das ist ja geil. Da oben ist ein Tor, da müssen wir bestimmt hin. Aber das ist anscheinend abgeschlossen, so wie das aussieht. Stadtrand von Hafenstadt. So, wir brauchen hier einen Key. Habe ich aber nicht. Von daher gehen wir mal über diese Container. Hä? Oh, unser erster Kampf. Hey, mach jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Verkehrskrabben haben es nicht so mit Fremden und eigentlich auch mit niemandem. Hier, bitte. Oh, ein Walkman. Also ich kenne so ein Ding noch. Hatte ich früher auch. Okay, kurze Frage. Was ist dein Style? Gruselig oder süß? Ich finde ja beides ganz geil. Der Style gefällt mir irgendwie süß. Keine Ahnung warum. Scheiße. Aber ich nehme jetzt gruselig. Ja. Ja, das sehe ich. Dann nimm die hier. Okay. Ein Geisterschaf habe ich bekommen. Das unheimlich nächtliche Stöhnen des wilden Geisterschafs hat schon viele glauben lassen, dass es sich dabei um ruhelose Geister handelt. Was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Sie sind, quick lebendig, jammern aber gerne rum. Wer macht das nicht?
Bio 2. Erhöhe die Kassette des Monsters auf Stufe 5, um weitere Informationen freizuschalten. Habitat unbekannt. Bootlegs? Ach, das sind dann wahrscheinlich, das sind dann wahrscheinlich die Schwächen oder Stärken, je nachdem. Aber Legs hört sich mehr nach Schwächen an. Okay, leg sie jetzt in den Kassettenspieler, setz die Kopfhörer auf und dann drücke auf Play. Das könnte ein bisschen seltsam werden, aber halte dich einfach an mich. LOL, du bist dran, nur zu. Okay, wie cool ist das denn? Ich bin ein Geisterschaf. Atmen, du gewöhnst dich gleich dran. Right. Machen wir ihn die Hölle heiß. Okay, so jetzt muss ich mal gucken. Fliehen aufnehmen können wir. Wir machen mal Kampf. Und ich gebe ihnen einen Klaps auf den Hintern. Was ist das? Erhöht passiv das Ausweichen des Benutzers im Verhältnis zur Menge der verlorenen TP. Ich mach mal Klaps. So. Ach, und sie kann ich auch spielen. Spuken oder spucken, je nachdem. Ich glaube, spucken heißt das. Erhöht das Ausweichen des Benutzers Hilfe. Ich mach mal spucken. Bam, voll ins Gesicht. Sieg! Ich habe den Kampf gewonnen. Aha, zweimal Plastik bekommen. Okay, okay, okay. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Kaylee. Freut mich, dich kennenzulernen, Badora. Naja, wir sollten dich wohl mal ein bisschen aufwärmen, bevor du in deinem Pyjama noch erfrierst. Also ich laufe jetzt nicht, ne? Ich mache gerade gar nichts. Das macht das Spiel automatisch. Was meinst du? Ziemlich idyllisch, oder? Was ist das für ein Ort? Willkommen in Hafenstadt. Deinem neuen Zuhause. Meinem neuen Zuhause? Ich habe schon ein Zuhause. Ja, ich mach mal mein neuen Zuhause. Genau, ja, tut mir leid. In solchen Sachen bin ich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du sitzt hier fest. Genau wie wir alle. Mir dreht sich der Kopf. Erstmal ohnmächtig. Wonderful. Ach, wunderbar, du bist wach. Kaylee hat mir schon ganz schön Angst eingejagt, als sie bei mir angeklopft hat. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Badora. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die erste Transformation ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich, also wohnst du jetzt hier? Worum alles in der Welt sind wir? Earth? In der Welt? Kaylee, hast du es ihm nicht gesagt? Sorry. Tut mir leid, das hätte ich machen sollen. Ich will dich jetzt nicht mit Informationen zuballern, aber du bist auf einer Insel namens Neuviral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde, zumindest glaube ich das. Gibt es einen Weg zurück nach Hause? I'm afraid not. Ich fürchte nicht, Badora, tut mir leid. Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffsbrüchige schon, in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Aber das wird schon. In Hafenstadt gibt es eine Gemeinschaft, in der die Leute einander helfen. Es ist kein schlechtes Leben. Und es ist sicher. Naja, mal abgesehen von den Monstern. Okay, wie das gegen das wir gekämpft haben? Yeah. Ja, ich gehe bald auf Patrouille. Wenn du mitkommen möchtest, triff mich am Tor direkt hinter der Brücke, über die wir in die Stadt gekommen sind. In der Zwischenzeit kannst du dich gerne bei den neuen Nachbarn vorstellen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass ein neuer Junge in die Stadt gekommen ist. Wir haben auch Kleidung für dich besorgt, allerdings könnte sie für deine Zeit etwas altmodisch sein. Aber das ist alles, was wir haben. Meine Zeit? Tut mir leid, ich texte dich schon wieder zu. Bis bald, okay? Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Meine Klinik ist ganz in der Nähe. Komm gerne vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Das ist bestimmt viel zu verdauen, aber wir haben alle das Gleiche durchgemacht. Okay. Sprich mit Kaylee am Osteingang von Hafenstadt. Ein Handbuch, das Kaylee dir gegeben hat. Lies es, um dir anzusehen, was du über das Leben auf der Insel von Neuviral gelernt hast. So, jetzt mache ich mal eine Sache, weil das geht mir tierisch auf den Sack. So. Ist die Stimme jetzt weg? Geil. Okay, man kann den Gesang sogar ausstellen im Hintergrund. Das ist sehr interessant.
Das ist ein Briefkasten, ziemlich seltsam, dass er drinnen ist, wo niemand Briefe zustellen kann. Trotzdem nachsehen, stellt eine Internetverbindung her, ja. Nachsehen, der Briefkasten ist leer. Auf der Rückseite befindet sich ein Tastenfeld. Gibst du einen Code ein? Nö. So, ach, und hier kann ich mich umziehen. Das ist ja... Ach, guck mal, jetzt können wir uns umziehen. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega gut. Oh, guck mal, sogar mit einem Kleid. Das ist ja echt lustig. Eine Schürze gibt's, eine Westernjacke, ein Poncho. Oberkörperfarbe. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Poncho, Sweatshirt. Ich mache jetzt mal einfach hier die Jacke 1. Sieht doch ganz cool aus, oder? Jacke 2, Kleid. Ja, wie sollen wir uns denn anziehen? Blau, Rot, Grün, Oberkörperfarbe 2. Okay, wir können uns aber immer umziehen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, was ich hier jetzt mache. Hose. So ein Rock, ey. Ja, wir nehmen einfach eine normale Hose. Farbe gibt's auch. Du lieber Herr. Obwohl, das sind ja keine Schuhe, das sind eher Stulpen, die wir da tragen. Blue Jeans. So, wir können ja noch mal kurz gucken, welche Möglichkeiten es noch gibt. Man kann das aber auch kaum unterscheiden hier mit den Weiß gibt es zum Beispiel. Einfach so ein Pulli. Ah, ich finde die Jacke schon ganz cool. Das Problem ist, ich kann mich nie für eine Farbe entscheiden. So, wir machen mal ganz stumpf jetzt hier. Einfach so. Okay, wir speichern das. Sieht zwar aus wie so ein Professormantel, aber damit komme ich wahrscheinlich schon irgendwie klar. So. Wir können uns ja später nochmal umziehen. Das ist also Hafenstadt, hier in unserem Professorgewand. Laufen wir mal so ein bisschen rum, quatschen die Leute zu. Warst du schon auf der Westseite von Hafenstadt? Ich wollte irgendwann mal das Heimatmuseum dort besuchen. Okay, das sind alles so ganz kurze Texte hier. Ich wollte eigentlich über die Brücke, aber die ist schon seit einer Weile oben. Kein Problem, dann bleibe ich einfach auf dieser Seite der Stadt. Tja. Alright. Können wir auch in Häuser rein? Tatsächlich. Welcome. Ah, ich brauche Vorräte, ich brauche eine Untersuchung, ich wollte nur Hallo sagen. Hey, Badura, was kann ich für dich tun? Goodbye. Versuche dich da draußen nicht allzu schwer zu verletzen, okay? Also hier ist der Doktor. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Ups. So, aber es wird nur unser Haus angezeigt. Dieses ganze Kassettentransformationsding ist doch neu für dich, was? Hier ein kleiner Ratschlag. Das Wichtige ist, nicht daran zu denken, wie es funktioniert. Eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Aber es funktioniert. Also akzeptier es einfach. Okay, wir wollen jetzt nicht in jedes Haus rein. Wir müssen uns wahrscheinlich sowieso merken, wo hier was ist. Was genau ist das hier für ein Schuppen? Sieht aus wie eine wie ein Café. Bonjour. Das ist ein Café. Bonjour. Wir sehen hier nur selten neue Gesichter. Besonders keine so ansehnlichen wie deins. Ich bin Clemence. Und dieses feine Etablissement ist das Café Gramophon. Wie soll ich sagen? Ich habe viele Schallplatten und mache den besten Kaffee. Viele Konkurrenz gibt es nicht. Bitte, du kannst mir gerne Fragen stellen, aber es ist nicht eilig. Was steht auf der Karte? Bla bla bla. Wie bist du hergekommen? Wie machst du deinen Kaffee? Wie machst du denn deinen Kaffee? Ich habe eine besondere Methode. Und die Pipers bauen meine Kaffeebohnen an ihrer Farm an. Ist doch eine gute Übereinkunft. N'est-ce pas? Bonjour, wie kann ich dir helfen? Okay, Kaffee brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Das ist ja sehr interessant. Was gibt's denn dann da oben? Sieht aus wie so ein Musikschuppen. Hier auch wieder einfach nur ein Zimmer.
mit einem Briefkasten im Haus. So ist das übrigens bei uns zu Hause auch. Der Briefkasten ist im Haus. Werde Mitglied der Ranger und schließe deine Ausbildung ab, um den Zugang zu diesen Quests freizuschalten. Vergesst nicht, euch bei den Stadtbewohnern nach Gerüchten umzuhören, sonst verpasst ihr vielleicht was. Lance oder Lante, Lance, ich denke mal Lance heißt das, hat keine Zeit, persönlich jedem Hörensagen nachzugehen. Hallo, Sweetie. Hallo, Schätzchen, wenn du Mitglied bei den Rangers werden willst. Ich nenne ihn jetzt mal Lance ist gerade weg. Sie müsste im Außenposten im Park sein. Wenn du vom Stadtrand aus nach Norden gehst, dürftest du sie nicht verfehlen. Okay, und hier ist ein Boxring oder was? Kann ich boxen? Hey. Willst du trainieren? Lass uns pumpen. Ah. Oh, das wird nichts. Wo ist dein Mitgliedausweis? Du bist nicht mal ein Ranger. Also musst du erst in Außenposten im Park nördliches Shotguns laufen, um Mitglied zu werden. Bis später. Okay. Wir müssen also erst Lance finden. Ich hoffe, der heißt auch so. So, wer ist sie hier? Sorry. Tut mir leid. Wenn du den Aufzug benutzen willst, musst du später wiederkommen. Ich führe gerade einige seit langem überfällige Reparaturen durch. Das ist ein Aufzug, deswegen komme ich nicht nach oben. Nördlicher Stadtrand. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt überhaupt noch keine Möglichkeit haben, Ranger zu werden, tatsächlich. Das ist aber schade. Okay, und so kommen wir auch nicht hoch. Na gut, dann nicht. Was hat er noch zu erzählen? Weißt du was? Was mir fehlt? Sport fehlt mir. Warum kann man in Haftstadt nicht einmal ein Fußballteam gründen? Tja, wahrscheinlich gäbe es wohl niemanden, gegen den man spielen könnte. Diese Riesenkrabben am Strand sind eher nicht auf Wettbewerbe aus. Okay. Gut, dann haben wir jetzt quasi die Hafenstadt schon mal so ein bisschen abgegrast. Und guck mal, unten rechts wird jetzt angezeigt, wo es weitergeht. In dem gelb markierten Bereich. Finde ich auch ganz cool. Sonst sprechen wir mal mit ihr. Hey. Kaylee, genau. Hallo Badora, fühlst du dich besser? Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Also, ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Ein Auftrag? Klar, ich mache einfach klar. Schön, dass du dich dem gewachsen fühlst. Siehst du den Weg da drüben? Ja. Well. Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht die Risse im Boden. Jo, tatsächlich. Wir überprüfen den Weg und vergewissern uns, dass es sicher ist. Hm. Okay. Hier ist der Schlüssel für das Tor. Geil. Dann machen wir das mal üff. Aus dem Inventar entfernt, Hafenstadttor Schlüssel. Das ist ja so süß gemacht, das Spiel. Also, vorher muss ich dir noch einige Grundlagen zeigen. Hoffentlich bist du bereit für eine Verwandlung. Absolut. Du gewöhnst dich im Nu dran. Das ist wie Fahrradfahren. Außer, naja, das Fahrrad verwandelt sich in ein mürrisches, schwebendes Schaf. Und du bist das Fahrrad. Siehst du das Vieh mit den Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich ihr näherst. Also kommst du natürlich näher. Okay. Sprungfeder. Auch nicht schlecht. So, okay, Aktionspunkte. Achte auf das orangene Quadrat. Hierbei handelt es sich um deine Aktionspunkte oder kurz AP. Aha. Für die meisten Aktionen musst du AP ausgeben. Die AP-Kosten einer Aktion werden neben ihrem Namen angezeigt. Wenn du nicht genug AP für eine Aktion hast, kannst du sie in der aktuellen Runde nicht benutzen. Okay, jedes Gruppenmitglied erhält 2 AP pro Runde und 1 AP zusätzlich, wenn es ein Angriff mit Typenvorteil landet. Aha, du kannst vorausplanen und AP für deine stärksten Angriffe sparen, indem du schwächere Aktionen benutzt, für die du nur wenige AP benötigst. Alles klar, und das benutzt... Aha. Also das kann ich jetzt nicht benutzen, weil es 3 Punkte kostet. Ich habe aber nur 2. Das sieht man oben links an den orangenen Kästchen. Interessant. Dann mache ich jetzt einfach mal Klaps. Und sie hat 2 Punkte Hilferuf. Ja, Verbündeten herbeizurufen ist ja Quatsch. Wir haben ja gerade einen Verbündeten. Erhöht das Ausweichen des Benutzers. Dann machen wir auch mal Spucken. So.
Du hast ein bisschen was abbekommen, aber deine Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt, die rote Leiste für deine Gesundheit. Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette beschädigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt sich Zusatzschaden des Angriffs, die sie beschädigt hat, auf deine Gesundheit aus, die rote Leiste. Wenn wir beide unsere gesamte Gesundheit verlieren, müssen wir uns nach Hafenstadt zurückziehen. What? Verstanden? Voll ins Gesicht. So, wir probieren mal aufzunehmen, ob das geht. Leere Kassette. Ach, wir haben noch gar keine leere Kassette. Okay. Dann machen wir mal so weiter. Sieg! So, wir haben Papierbrei, Weizen und Plastik bekommen. Interessant. Ja. Gut gemacht. Dieser Aufzug sollte eigentlich funktionieren. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Wahrscheinlich hier drin, wa? Hey. Super, dann fahren wir mal hoch. Bei weiteren Kämpfen gehst du voran, aber keine Sorge, ich bleibe ab jetzt bei dir. Ah, cool. Das heißt, wir laufen nicht mal alleine rum. Serenade sind besonders laute Kreaturen und können ihre Singstimmen durch ihre Mikrofonschwänze und Flügel verstärken. Sie scheinen nicht mitzubekommen, ob ihr Gesang zu laut für ihre Umgebung ist. Erhöht die Kassette, blablabla. Habitat unbekannt. Okay. Quest aktualisiert. This is the world we live in. This is the world we live in. Okay. Dann springe ich da mal hoch. Ach, sie kann auch fliegen. Okay, ich kann nicht fliegen. Hey. Brauchst du eine Pause bei der Ruhe? Wir können uns hier ausruhen, wenn du möchtest. Ja, machen wir mal. Diese Feuerstellen markieren Gebiete, in denen du sicher zelten kannst. So hast du die Möglichkeit, Kassetten zu reparieren und wieder auf die Beine zu kommen. Okay, wir machen das mal. Hier zelten, ja. Ausruhen kostet dann 4 Holz. Kassettensammlung. Okay, Inventar. Das ist ja ulkig. Ranger-Handbuch haben wir auch noch nicht gelesen, ne? Welches Thema guckst du dir an? Aktionspunkt. Ah, okay. Das heißt, wir sind quasi jetzt echt noch im Tutorial. Brechen das hier mal ab und ruhen uns einfach mal aus. 4 Holz wurden entfernt. Als Kind habe ich ständig gezeltet. Im Irland gibt es jede Menge toller Stellen dafür. Ich bin mit meinem Papa immer aufs Land gefahren und dann haben wir uns die Sterne angesehen. Wenn ich mit dir zelte, kriege ich irgendwie Sehnsucht nach dieser Zeit. Und wenn ich dieses Spiel spiele, kriege ich auch Sehnsucht nach Kassetten. So, haben wir uns jetzt ausgeruht? Ja. Und es ist tatsächlich dunkel. Und die Monster sind weg. Holy crap. Und ich kann sogar speichern. Fortschritt speichern, speichern abgeschlossen. Okay, man kann sogar im Multiplayer spielen. What? Ach was, wie geil ist das denn? LOL. Okay, das ist ja voll crazy. Also auf dem Sofa. Ich glaube nicht, dass das online geht, aber man kann auf dem Sofa zusammenspielen. Wie cool ist das denn? Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Schnitt, eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Denn es macht ziemlich Laune, muss ich gestehen, hier mit unserem Badora und der Kaylee rumzulaufen. Da oben ist übrigens unser Zielgebiet, aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne einen Daumen da oder schreibt in die Kommentare. Das würde mich freuen und den Kanal ein bisschen supporten. Von daher... Bis zum nächsten Mal. Peace. Bis dann und haut rein.